Meine bedeutende Show geht bald los. Es bedarf nur noch eines Zipfels deiner Hilfsbereitung. Ich habe nicht viel Erfahrung, aber es wäre wirklich notwendig, dass ich mein... Wir können tauschen. Ich habe einen Schraubenzieher, fast neu, oder einen hübschen Hammer, wenn dich ein das... Ein Zug vernichtet das Wunderland. Und ich brauche Hilfe, um ihn zu stoppen oder zu zerstören. Oh, guck mal da hinten. Höchst verärgerlich, keine Frage. Wir werden uns dieser Monstrosität unverzüglich, will sagen, bei Gelegenheit zuwenden. Zunächst aber zur eigentlichen Wichtigkeit. Wegen einer logisterischen Vergeigung fehlen noch einige Show-Requisiten. Das exuberante Skript gilt es abzuholen. Der Schreiber hat eine blühende Fantasie und mehrere Enden gedacht. Dann musst du die melogetöse Musik für die Vorstellung beschaffen. Und schließlich musst du die Stars unserer Show einsammeln. Diese rein geschmackvollen Künstler. Du solltest gehen. Das Gebot der Eile ist geboten. Sieht nicht so aus, als wärst du bereit für die Show. Warum beschaffst du dir diese Sachen nicht selbst? Ein Impresario hat Verpflichtungen, Angelegenheiten, Wichtigeres zu tun. Eulen nach Athen und so weiter und so fort. Beschaff das Skript vom Schreiber, dann können wir je nachdem plaudern oder klatschen oder tratschen. Ist der Schreiber übellaunig? Bei einer Person deiner hervorragenden Reputation? Die Vorstellung lässt mich erröten. Ist übrigens ein Oktopus, wohnt in dieser Richtung. Tschüssi. Gut. Wir machen wieder den Laufburschen. Ist er hoch? Nein. Natürlich, in diesem Spiel kann man nicht klettern. Okay. Aber jetzt sieht das Kleid, muss ich sagen, richtig geil aus, irgendwie. Oh, was für schöne Lichteffekte es doch gibt in so einem Spiel. Hallo? Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunderland verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan oder Gilbert. Einer von beiden. Wer ist Gilbert und wer ist Sullivan? Ich weiß es nicht. Du bist wehrhaft genug, diesen Kreaturen in den Allerwertesten zu treten. Ja. Natürlich. Okay, ich bekomme so langsam wieder Gänsehaut. Den kennen wir doch irgendwo her. Ich fürchte. Da hilft nur. Aua. Okay, das ist dagegen geschützt. Wie gesagt. Uah. Aua. Aua. Okay. Hallo? Wieso konnte ich den nicht abwehren?
Ich bin scheinbar zu schlecht. Ha! Hast du wohl gedacht. So. Das ist gar nicht so gut. Das war schlecht. Das war ziemlich, ziemlich schlecht, was ich da gemacht habe. Okay. Das bringt mir einiges. Und das bringt noch mehr. Gut. Machen wir mal eine kleine Sprungtour. Das war ein chinesisches Entwicklerteam, ja? Nur so als Ausrede. Spicy Horse. Wieso hat ein chinesisches Entwicklerteam einen englischen Namen? Naja. Die Autos heißen ja auch bei dem Bild. Hallo? Schon wieder geht das Spiel mir auf die Nerven. Entweder weil ich zu inkompetent bin. Oder weil das Spiel einfach nur scheiße programmiert ist. Das funktioniert nicht. Naja. Also, es gibt eine Autofirma, die heißt BUD. BUD, Build Your Dream. Hier riecht's wie in einer Schnapsbrennerei mit einem Hauch Mundgeruch und Urin. Das ist der Duft des verkannten Genies. Also, verpiss dich. Mehr Leergut als eine irische Brauerei. Der Zimmermann schickt mich. Zunächst einmal, der Zimmermann ist ein karierter, kleinmütiger, knausriger Klotzkopf. Mag schon sein, aber ich bin wegen des Skripts hier. Ich wollte... Einen Scheiß willst du? Ich will einen Drink. Wen interessiert's? Ich will die Verantwortlichen für das Scheitern meiner Karriere in Ketten sehen. Keine Freude. Ich will wissen, was Liebe ist. Die Welt bleibt stumm. Gerade jetzt will ich meine Dosis Versteckspiel. Finde mich dreimal, Holdemalt. Beeil dich und wir können reden. Keine Challenge auf Zeit. Er hat naturgemäß einen Vorteil beim Verstecken, aber sein Verhalten kann ihn verraten. Ich hasse Challenges auf Zeit. Ich hasse so einiges. Schnauze. Was da wohl drinne ist? 5. Oh mein Gott. Das Ding ist... etwas groß, wollte ich sagen. Was
passiert, wenn ich da reingehe? Okay, ich bin nicht vergiftet oder sowas. Ach, guck mal. Keiner an. Das ist zu leicht. Da sah man jemanden. Den ich hätte nicht sehen sollen. Was ist denn das? Für ein ekelhaftes Spiel. Er geht nach oben. Gut. Ich hab doch auf kleiner Taste gedrückt. Sollte vielleicht drauf drücken. Wo bin ich jetzt überhaupt? Wo muss ich überhaupt hin? Ja genau, da wollte ich hin. Per. Hier ist... Ja. So. Hopp. Da drauf. Und zielen. Geschafft. Schön. Ich will jetzt nur zurückkommen. Natürlich kriege ich das nicht auf Anhieb hin. Wieso sollte ich auch?